Was geht da vorne? Schön, dass ihr wieder mit am Start seid bei einem neuen Video, bei einer neuen kleinen Reaction auf ein Video von der PC Games. Link in der Videobeschreibung dazu. Und zwar haben die jeden Monat eine kleine Spieleübersicht der Spiele-Releases für den kommenden Monat. Und diesmal ist natürlich der September dran. Ich hatte schon die letzten Monate immer wieder mal vorgehabt, darauf zu reagieren. Jetzt ist es endlich soweit. Wenn ihr Bock habt, dass wir das monatlich machen, lasst mich das gerne wissen. Und es sei auch noch gesagt dazu, ich habe jetzt mir, wie gesagt, öfters mal die Videos angesehen und manchmal fehlen da Spiele. Also es ist jetzt nicht so, dass 100% jeder einzelne Titel da aufgelistet wird. Wenn euch irgendwas Krasses auffällt, was ihr auf dem Schirm habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, auf welche Spiele ihr euch im September freut. So zum selber zocken und vielleicht so auf YouTube-mäßig. Was wollt ihr gerne vielleicht mal sehen, dass man das vielleicht mal anzockt? Alles gerne in die Kommentare und wie gesagt, auch gerne eine Bewertung dalassen. Noch der letzte Hinweis aufs Gewinnspiel, kostenlose Gewinnspiel von meinem Partner. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los, weil wir haben eine schon stabile Liste. Tja, liebe Freunde, wir wollen ja nicht die Sommerstimmung vermiesen, aber naja, der Spieleherbst steht vor der Tür. Im September geht es einmal quer durch den Gemüsegarten der Spiele. Mit Space-Rollenspielen, Märchen-Souls-Likes, aufs Maul-Games und einer jährlichen Runde Fußball oder Basketball gibt's ein dickes Angebot an Spielen, das euch noch bis in den Winter versorgen wird. Welche Spiele das sind, das erfahrt ihr jetzt und wenn ihr auch im nächsten Monat wieder wissen wollt, was gespielt wird, dann lasst doch am besten gleich ein Abo da. Spiele mit stylischem Grafikstil sind in Mode. Nach Sable und Rollerdrome kommt mit Chants of Zennar das nächste Spiel, das sich stark an den Kunstwerken von Möbius orientiert. Als Reisender versucht ihr, die verschiedenen Völker der Welt zueinander zu bringen, dafür müsst ihr aber auch erstmal deren Sprache lernen. Auf eurer Reise kommt ihr an unterschiedlichsten Orten vorbei, die mit Rätseln und Geheimnissen warten. In den gefährlichen Zonen ist auch Schleichen angesagt, sonst erwischen euch die Wächter. Am 5. September bringt ihr die Völker zusammen. Ja, wie gesagt, wenn ich was zu den Spielen sagen kann, dann sage ich was dazu, aber dazu kann ich nichts sagen. Spricht mich ehrlich gesagt überhaupt nicht an, überhaupt nicht. Stardew Valley, aber mit einer Menge Kloppereien. So oder so ähnlich kann man die Rune Factory-Reihe beschreiben. Im Remake des dritten Teils dürft ihr euch auf dem PC und der Nintendo Switch in die Rolle von Micah stürzen. Der findet sich mit Gedächtnisverlust in einer Welt wieder, die in einem ewigen Konflikt zwischen Monstern und Menschen steckt. Oh, und er kann sich auch in eine Art Schaf verwandeln? Ja, was man halt so kann. Neben der Lösung des Konflikts kümmert ihr euch genretypisch auf eurer eigenen Farm um Nutzpflanzen, kocht eine Runde und schließt Freundschaften mit den NPCs. Am 5. September geht's los. Ja, Rune Factory ist schon eine langjährige Reihe. Ja? Also, ich glaube, der vierte Teil wurde auch mal neu aufgelegt. Ja, habt ihr ja gehört, ist halt so ein Farming-Game, wo ihr aber doch nebenbei ein bisschen kämpfen könnt gegen Monster. Ja. The wonder is, not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. Ad Astra. Zu den Sternen geht es in Starfield. Bethesdas erstes komplett neues Spieleuniversum seit 25 Jahren schickt euch in die Zukunft der Menschheit. Die hat mittlerweile den Weltraum erobert und sich ausgebreitet. Auf der Suche nach den Geheimnissen da draußen erkundet ihr ein klassisches Bethesda-Rollenspiel im gigantischen Maßstab. 1000 Planeten laden zum Erkunden ein mit zahlreichen Quests und Geheimnissen. Im Schiffsbau bastelt ihr euch euer eigenes Raumschiff zusammen und habt ihr ein schönes Plätzchen im Universum gefunden, baut ihr eine ganz eigene Basis auf. Starfield kommt exklusiv auf Xbox und PC und will euch ewig am Bildschirm fesseln. You're part of Constellation now. Ja, Starfield ist wohl mit das größte Spiel im September. Habe ich auch Bock drauf und will dich ewig an den Bildschirm fesseln. Ich glaube, das kann sogar wirklich wahr sein. Es ist natürlich auch ein bisschen PR-Gelaber, aber jetzt so zu Gamescom hört man denn von den Chefetagen und so. Phil Spencer, glaube ich, hat das auch gesagt, oder irgendein Entwickler oder so. Ja, ich habe da schon 150 Stunden im Spiel drin und nicht mal annähernd 100% und so. Und ich denke mir so, what? Also ist natürlich PR-Gelaber so, ja. Das kickt mich jetzt nicht unbedingt, wenn ich sage, 150 Stunden und noch nicht mal annähernd 100%. Oder die Aussagen, was habe ich da auch mehrfach jetzt gelesen die letzten Tage. Ja, das Spiel geht erst richtig los, wenn die Story durchgespielt hast. Okay, mal schauen. Mal schauen, wie ich da rangehe. 150 Stunden werde ich dann nicht investieren. Das weiß ich jetzt schon mal. Das weiß ich jetzt schon mal. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich da meinen Spaß rausziehe. Das glaube ich schon. Ob es jetzt der große neue Wurf wird, ob sich jetzt Bethesda weiterentwickelt mit dem Game, so einen neuen Step erreicht quasi, was sie mit den letzten Spielen einfach nicht geschafft haben, muss man einfach sagen. Fallout 4 war jetzt kein krasser Step nach vorne und Fallout 76 sowieso schon mal nicht. Mal schauen, ja, ich bin gespannt. Mal gucken.
Etwas abgedreht geht es bei The Many Pieces of Mr. Q zu. Grundsätzlich wartet hinter dem Namen ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Aber dahinter steckt eine ganze Menge mehr. Ihr steuert das gelbe Männchen Mr. Q. Der ist in einer chaotischen Welt gelandet. Noch dazu ist er in drei Teile zerbrochen. Erst wenn er wieder heile ist, kann er in seine Welt zurückfinden. Das Spiel greift dabei auf zahlreiche Umgebungen zurück. Mal seid ihr in einer reinen Comicwelt, mal mischt das Spiel die Grafiken mit echten Hintergründen. Das Spiel wartet dabei mit viel Slapstick-Humor und liebenswerten Charakteren auf, die es kennenzulernen gibt. Das Spiel habe ich tatsächlich schon mal irgendwie gesehen. Das sieht echt gut aus. Ich finde, das sieht geil aus. Ich bin jetzt nicht der übelst krasseste Point-and-Click-Zocker oder so. Ich habe jetzt noch nie so viele gespielt davon einfach. Aber das hat schon einen richtig geilen Style, fand ich. Ganz schön affig wird's am 7. September. Und zwar in TOS. Das VR-Spiel für PC und PSVR 2 steckt euch in die Haut eines Affen. Der ist auf einem Wolkenplanet abgestürzt und muss jetzt Teile sammeln, damit er sein Raumschiff wieder reparieren kann. Dafür hangelt ihr euch durch gigantische Kletterparks, schnappt euch Bananenstücke und genießt die Aussicht. Über 75 verschiedene Levels warten auf euch und wenn ihr denkt, ihr seid der Oberaffe, dann versucht doch einfach die besten Listen in den Zeitmissionen hochzuklettern. Ja, Leute, also vielleicht habt ihr mein Video gesehen, wo ich über mein Erlebnis mit der VR2-Brille geredet habe. Das sind Spiele so, wo ich mir nicht so denke, scheiße Mann, setz endlich wieder die Brille auf. Das ist vielleicht ganz lustig oder so, aber jetzt mal ernsthaft. Und die Profis unter euch, VR-Profis, das ist doch nichts mehr Neues, oder? Das ist doch einfach nur das Gleiche, was man schon tausendmal gesehen hat, oder? Das ist jetzt nicht unbedingt, wo ich sage, wie gesagt, ey, setz das Gerät wieder auf. nee, eigentlich nicht. Glad you're here. Und nochmal Stardew Valley in anders. Fae Farm nimmt den Feel-Good-Faktor wirklich ernst und steckt euch in ein wortwörtliches Märchenland. Auf der Insel Azoria pflegt ihr euren Bauernhof, baut Pflanzen an und kümmert euch um magische Tierwesen. Die Magie liegt nämlich in der Luft und gibt euch auch magische Fähigkeiten an die Hand, mit denen ihr die Insel erkundet. Natürlich gibt es auch eine Menge NPCs, die nur darauf warten, eure Freunde zu werden. Und falls ihr lieber eure eigenen Freunde mit dabei haben wollt, dann startet doch einfach in den Vierspieler-Koop. Am 8. September nehmt ihr die magische Hacke in die Hand auf PC und Nintendo Switch. Jo, was soll ich dazu sagen, ey? Ich frage mich, Freunde, was denkt ihr? Welches Genre ist am meisten vertreten im Jahr? Meint ihr, Farming Simulator ist mit am meisten vorne mit dabei? Ich würde schon sagen Top 3, oder? Was meint ihr? Also gefühlt kommen jeden Monat 3-4 Farming Games raus. Also ist ja jetzt, alleine jetzt schon, wir sind am 8. September schon das zweite in dieser Liste. Ja, also sieht nicht schlecht aus. Ich mag die Spiele eigentlich ganz gerne. Ich meine, er erwähnt immer wieder Stardew Valley. Ist geil. Harvest Moon früher war auch geil. Also, ja, aber ich muss das nicht, ich muss ja nicht 20 Titel im Jahr zocken. Alle Basketballfans kommen natürlich auch in diesem Jahr auf ihre Kosten mit NBA 2K24. Und auch wenn es der Name nicht ganz verrät, feiert man dieses Jahr schon das 25-jährige Jubiläum. Damit den Spielern auch dieses Jahr etwas geboten wird, will man die Verteidigung attraktiver machen und belohnen. Aus früheren Teilen zurück kommt das 2K Smart Play, um die Taktiken besser zu optimieren und auch die Takeovers sind wieder an Bord. Das sind spezielle Fähigkeiten, für die man aber erst mit Spielmanövern die Takeover-Anzeige füllen muss. Ansonsten plant man mit einer intuitiveren Steuerung auch Neulinge schnell mit an Bord zu holen. Am 8. September geht's los auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Nintendo Switch. Ach ja, Leute, immer wieder NBA 2K. Ach, was soll ich dazu sagen? Jedes Jahr habe ich Bock und ich muss sagen, jetzt so bei den letzten Finals habe ich mehr NBA-Games geguckt als, keine Ahnung, seit Jahren, seit Jahrzehnten. Ich habe mir wirklich sehr viele Spiele zu den Finals angesehen und hatte richtig Bock drauf und es hat echt Spaß gemacht. Aber ey, wenn ich an 2K, NBA 2K denke ich nur an Microtransaction bis zum geht nicht mehr aus der Hölle heraus. Puh, kann man sagen, dass die sind fast noch schlimmer als EA bei FIFA, oder? Jetzt mal ernsthaft, das ist krank. Ich muss aber auch dazu sagen, wenn die dann günstiger sind und dann haben die letzten Jahre immer so geile Steelbooks dabei mit Kobe Bryant und so oder andere Leute, die habe ich mir dann geholt, weil die dann so 10er kosten, so das Spiel plus das Steelbook und so. Da habe ich zugeschlagen, aber gespielt habe ich sie nicht die letzten Jahre, muss ich ehrlich sagen. Spürnasen aufgepasst. In Hauma, A Detective Story, erlebt ihr, Überraschung, einen Comedy-Film. Nee, natürlich ist es eine Detektivstory. Ihr spielt Judith. Die ist ehemalige Polizistin und lebt in der Noir-Version von München.
Tja, in der bayerischen Landeshauptstadt geht es nicht mit rechten Dingen zu, das wussten wir ja schon vorher. Ihr geht der ganzen Sache jetzt mal auf den Grund. Das Spiel bietet als Visual Novel natürlich weniger Action, aber dafür viele Dialoge und Rätsel. Etwas schade ist, dass es nur eine englische Vertonung mit deutschen Texten gibt. Wer sich davon aber nicht abschrecken lässt, kann ab dem 11. September auf dem PC in die düsteren Abgründe der Münchner eintauchen. Ja, sieht auch nicht schlecht aus, aber ja, werde ich nicht zocken. Aber ich find's nicht schlecht, ehrlich gesagt. Can't you feel the love in the air? Eternights bringt euch endlich mal wieder so richtig schönen Japano-Wahnsinn ins Haus. Ihr spielt einen Teenager-Jungen, der eigentlich nur sein Pubertätsleben auf die Reihe bekommen will. Dummerweise grätscht da die Apokalypse rein, die unschuldige Menschen in Monster verwandelt. Jetzt müsst ihr also auch noch die Welt retten, euer Leben auf die Reihe kriegen und natürlich auch noch ein schönes Date mit eurer Flamme haben. Das Gameplay wird dabei immer wieder mit schicken Anime-Zwischensequenzen aufgelockert, die glatt aus der Persona-Reihe gesprungen sein könnten. Am 11. September gibt's Teenager Apokalypse Kitsch auf PS4 und PS5. Für PC-Spieler geht's am 21. September los. Ja, ist eigentlich auch theoretisch ein Spiel, was mich schon so ein bisschen interessieren würde. Aber der September ist so vollgepackt. Und ey, da gibt's noch Vertreter, die ich vorher spielen würde im Japano-Bereich. Unter anderem Yakuza gerade. Yakuza 7 zocke ich gerade übrigens auf meinem Zweitkanal, der Sauber Gaming. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, das hole ich gerade danach. Aber an sich, theoretisch, könnte vielleicht ganz spaßig sein. Man muss halt gucken, weil die Kämpfe sahen jetzt nicht so dynamisch aus, ehrlich gesagt. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Samstags morgens aufstehen, irgendwas nicht so Gesundes aus dem Kühlschrank holen fürs Frühstück und dann He-Man oder Gummibärenbande gucken? MythForce will euch jetzt in genau so einen Cartoon stecken. Ihr erkundet in Ego-Perspektive einen Dungeon im Kampf gegen den tyrannischen Vampirlord Daedalus und natürlich um fetten Loot abzuräumen. Die ganze Welt ist dabei in schicker Comic-Grafik gehalten. Segnet ihr dann doch mal das Zeitliche, fangt ihr einfach nochmal von vorn an, denn MythForce ist ein Roguelite. Wollt ihr das nicht allein machen, na dann schnappt euch bis zu 3 Freunde und zockt gemeinsam im Koop. MythForce startet sowohl auf Last-Gen- und Current-Gen-Konsolen sowie auf PC und Nintendo Switch am 12. September. Yo, das ist ja cool. Das ist cool. Roguelite vor allen Dingen. Ich liebe Roguelites, ey. Ohne Scheiß, das ist genau mein Genre eigentlich. Sah auch nicht schlecht aus, ehrlich gesagt, oder? Sah ganz cool aus. Drop 'em. Dodge 'em. Kaboom! Will man Freundschaften erfolgreich beenden, wird ja gerne mal Mario Kart zu Rate gezogen. Aber auch bei Bomberman ist schon so manches Pad im Streit an die Wand geflogen, weil man jetzt schon wieder gewonnen hat. Das ist doch unfair. Aber es ist halt auch derbe spaßig. Deswegen hat sich die Reihe auch bis heute gehalten und geht mit Super Bomberman R2 in die nächste Runde. Am Spielprinzip hat sich nicht viel geändert. Ihr versucht euch gegenseitig in die Falle zu locken und mit Bomben hochzujagen. Neben Story, Offline-Multiplayer und Online-Multiplayer kommt auch der neue Schloss-Modus dazu, in dem ihr um einen Schatz kämpft. Für diesen Modus gibt es außerdem noch einen extra Level-Editor dazu, mit dem ihr eure eigenen Arenen baut. Super Bomberman R2 startet am 13. September auf PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch. Ja, es ist halt Bomberman. Das sieht genauso aus wie das Bomberman, was vor, keine Ahnung, 15 Jahren auf der 360 kam als Xbox Arcade. Das war richtig geil damals. Das hat mega Bock gemacht, online gegen Kumpel zu zocken. Boah, geile Zeiten auf jeden Fall. Allgemein diese ganze Xbox Arcade-Zeit, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, ist Bomberman halt, wa? Was soll man da sagen? Schaut man sich das Gameplay von Land Above, Sea Below an, wird man schnell merken, dass die Entwickler wohl Fans vom Spiel Dorfromantik sind. Wie im deutschen Puzzle-Game habt ihr verschiedene Landschaftskarten, die ihr geschickt aneinanderlegen müsst. Doch haben wir es hier nicht mit einem kackendreisten Klon zu tun. Land Above, Sea Below hat auch ein besonderes Gimmick. Ihr müsst den Baum des Lebens nämlich vor dem steigenden Meeresspiegel retten. Legt ihr neue Landkarten aus, rutscht das innere Land ein Stück nach oben und weiter in Sicherheit. Das Spiel startet am 13. September auf dem PC. Eigentlich sollte bereits eine kostenlose Demo auf Steam zur Verfügung stehen. Die ist aber wieder offline, kommt aber hoffentlich bald wieder zurück. Okay, ich glaube, das speichere ich mir ab auf der Wishlist. Dorfromantik ist ein grandioses Game. Von deutschen Entwicklern, hat auch deutschen Preis abgeräumt und so. Gibt es schon als Brettspiel. Auch da hat es den Preis gewonnen und hast dich gesehen. Dorfromantik ist ein Suchtfaktor-Game hoch
1000, Alter, keine Ahnung. Kann ich nur empfehlen, Dorfromantik, wirklich, das ist ein mega gutes Spiel, mega gutes Spiel. Und sehr, sehr erfolgreich, also den gönne ich auf jeden Fall. Ich glaube, das ist sogar ein Berliner Team. Das speichere ich mir ab, das sieht cool aus. Weil Dorfromantik, wie gesagt, habe ich abgefeiert. Der Erste Weltkrieg war eine der dunkelsten und grausamsten Stunden der Menschheitsgeschichte. Ad Infinitum nimmt sich dieses Kapitel jetzt vor und setzt noch eine extra Horrorkomponente obendrauf. Ihr schlüpft in die Rolle eines deutschen Soldaten, der von seinen Erinnerungen heimgesucht wird, sowohl von seinem schwierigen Elternhaus als auch den dramatischen Ereignissen im Schützengraben. Das verschwimmt in immer grausameren Albträumen, die euch zusätzlich heimsuchen. Aus diesem Teufelskreis auszubrechen, das ist eure Aufgabe ab dem 14. September auf PC, PS5 und Xbox Series. Oh Leute, das sieht auch geil aus. Das ist sogar ein Spiel, das gab es als Demo, damals sogar auf itch.io oder wie das hieß. War das auf itch.io der Seite oder irgendeiner anderen Seite? Auf jeden Fall, wo man so kostenlose Demos runterladen kann von Entwicklern. Das ist aber auch mindestens 5, 6 Jahre her oder sowas. Jetzt kommt es, das ist 100% das Spiel. Und ich finde es schon ganz geil. Ich glaube, da wirst du sogar durch die Schützengräben von diesem Monster gejagt und so. Das hat man auf jeden Fall schon gesehen. Da könnte man vielleicht mal reinschauen, oder? Ich weiß nicht. Was meint ihr? Euer Sommerurlaub war jetzt nicht so ganz, wie ihr euch das vorgestellt habt. Naja, dann fliegt doch einfach nochmal eine Runde nach Hawaii in The Crew Motorfest. Dafür hat Ubisoft einen großen Schluck Forza Horizon in seine The Crew-Welt gekippt. Auf Hawaii startet das Motorfest, das euch vor allem eine Menge Spaß und Freiheit bieten will. Damit ihr euch hinter so viele Lenkräder wie möglich klemmen könnt, warten unzählige Playlists mit speziellen Themen. Von Offroad über Oldtimer bis hin zum Porsche-Rennen ist alles mit dabei. Und dabei sieht das Spiel auch noch ziemlich schick aus. Am 14. September fällt der Startschuss auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series. Finde ich an sich, sieht nicht schlecht aus, weil es halt sehr, sehr harte Kopie ist von Forza Horizon. Ich liebe die Spiele. Forza Horizon ist einfach ein absolut geiles, geniales Rennspiel. Ich finde persönlich, ich denke mir so, was habt ihr da gemacht, The Crew? Ubisoft mal wieder. Ich meine, bei The Crew hat es doch so viele verschiedene Fahrzeugtypen. Das wäre doch ein Ding, was Forza Horizon eben nicht hat. Das wäre doch geil, wenn ihr bei The Crew, wenn ihr schon das kopiert und sehr hart mal wieder abguckt, mal wieder Ubisoft-typisch, dann macht doch das rein, was Forza bisher nicht hat. Motorräder, Quadbikes und so weiter und so fort. Ja, Motocross-Bikes, das wäre doch voll geil. Oder gibt's das? Also hat man jetzt nicht im Trailer gesehen, das hätte man bestimmt eingeblendet, wenn es auch Motorräder gibt. Warum machen die das nicht? Das ist doch richtig dumm, oder? Richtig vertane Chance. Also. In Summum Eterna wird es am 14. September blutig. Und das heißt was für ein 2D-Spiel. Im Roguelite schlüpft ihr in die Rolle des King of Darkness, der sich durch zufallsgenerierte Levels schnetzelt. Die folgen dabei aber immer einem bestimmten Setting. Mal ist es ein düsteres Schloss, mal eine Stadt, mal der Weltraum und so weiter. Auf dem Weg sammelt und craftet ihr euch neue Waffen, die euch weiterbringen. Beißt ihr doch mal ins Gras, startet ihr, wie für das Genre typisch, einfach nochmal von vorn. Ihr behaltet aber den Kram, den ihr im Run vorher eingesammelt habt. Obendrauf gibt's noch Challenge-Levels, in denen ihr euch auch über ein Multiplayer-Board mit anderen messen könnt. Ja, ey, wie gesagt, ich liebe eigentlich das Genre, aber das sieht so nur noch 15 aus. Heftig, heftig. Und der Grafikstil ist auch nicht sonderlich geil. Der wirkt richtig wie so 15 Jahre alt oder so. Kann vielleicht trotzdem geil sein, das Spiel. Aber auch da, das Genre ist so überfüllt mit so genialen Games. Also das ist ja eine Spannweite, wo du absolute Meisterwerke in diesem Genre hast. Da musst du halt auch ein bisschen abliefern. Das sieht nicht unbedingt danach aus. Aber wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Ich gucke nur kurz mal das Video hier. Aber ja, wie gesagt, da gibt's Besseres. Wenn ihr da anfangen wollt mit Roguelite Games. Es gibt so viele geniale Games. Boah, unfassbar. Also ich liebe das Genre. Wie gesagt, es ist richtig geil. Quer durch die Pampa geht's in Heavy Duty Challenge. Im Geiste von Mudrunner und Snowrunner seid ihr hier in schwerem Gerät unterwegs und ballert über Stock und Stein. Anstatt aber in einer Open World unterwegs zu sein, nimmt man sich hier die Lizenz der Truck Trial Meisterschaften vor. Das ist ein echter Motorsport, in dem es darum geht, mit Trucks über fiese Hindernisparcours zu kommen, ohne dass man umkippt. Und das ist gar nicht mal so einfach. Die Physiksimulation im Spiel ist unerbittlich und wer nicht aufpasst, der liegt schnell quer. Mit 12 lizenzierten Trucks seid ihr ab dem 14. September auf dem PC unterwegs, wahlweise auch mit voller Lenkradunterstützung. Interessiert mich 0,0.
Wer damals keinen GameCube besessen hat, weiß über Baten Kaitos wahrscheinlich maximal, dass es sich dabei um ein JRPG handelt. Trotz toller Wertungen blieb das erste Baten Kaitos 2003 wie Blei in den Regalen liegen. Eine Fortsetzung wurde trotzdem finanziert. Beide zusammen werden jetzt für Nintendo Switch neu aufgelegt. Inhaltlich ändert sich nichts. Es geht immer noch um eine magische Welt und den Kampf gegen einen bösen Gott. Aber mit Widescreen-Support, verbesserte Grafik, New Game Plus und allerlei Komfort-Features sollen die beiden Rollenspiele nochmal ihr Glück beim Publikum versuchen. Übrigens kennen Nintendo-Spieler die Macher von Baten Kaitos wahrscheinlich von einer anderen Serie. Monolith Soft sind auch die Entwickler von Xenoblade Chronicles. Das interessiert mich schon. Damals auf dem GameCube, ja, habe ich den ersten Teil im Auge gehabt, aber da war, wie gesagt, erstens nicht die Kohle da und irgendwann war es dann nicht mehr zu kaufen. Und wenn man das dann später gebraucht kaufen wollte, es ist ultra teuer. Es ist ultra teuer. Also die GameCube-Version ist ultra teuer. Ich bin ein bisschen verwundert, dass es nur für Switch kommt. Haben die irgendwie immer noch einen Nintendo-Deal oder was? Weil, wie gesagt, das kam ja damals nur für GameCube. Ach man, ey, ich hätte es eher auf der PS5 gerne gehabt. Oder auf einer starken Konsole und nicht auf der Switch. Weiß da jemand, munkelt man da vielleicht? Weiß jemand, ob man da munkelt, ob es vielleicht noch für PS4 oder für PlayStation und Xbox und so kommt? Weil dann würde ich ehrlich gesagt warten. Aber wenn nicht, wenn es nur für Switch kommt, dann muss ich mir da das holen. Weil ich hab da seit ja, Jahrzehnten Bock. Wie gesagt, wie lange ist der GameCube her? Ewig. Geppetto! Lügen haben dicke Waffen. In Lies of P spielt ihr nämlich Pinocchio, nur ist das kein süßes Märchen, sondern ein knallhartes und düsteres Souls-like. Nachdem ihr vom Puppenmeister Geppetto erschaffen wurdet, erwacht ihr in der Stadt Krat. Die ist von einem unbekannten Bösen heimgesucht worden und in den Straßen herrschen Wahnsinn und Blutlust. Ihr erkundet die Stadt und kloppt euch mit verschiedenen Waffen durch eine Menge gefährlicher Maschinen und Puppengegnern. Ob ihr am Ende ein richtiger Junge werdet? Das steht noch in Frage. Das Thema Lügen steht aber im Zentrum. Welchen NPCs kann man trauen und welchen dann wieder nicht? Ihr findet es ab dem 19. September raus. Das Spiel läuft übrigens in der Unreal Engine 5, sieht richtig schick aus, kommt aber trotzdem sowohl auf PC und Current-Gen-Konsolen, aber auch noch auf Xbox One und PS4. Ja, freue ich mich drauf. Haben wir ja schon die, oder ich habe ja die Demo schon gezockt, einige von euch bestimmt auch. Und ich finde, die Demo hat schon richtig guten Eindruck hinterlassen, oder? Das könnte mit einer der stärksten Souls-like-Klone überhaupt sein. Es wird nicht an Dark Souls und so weiter rankommen, weil, wie gesagt, ich sag's nochmal, da kommt niemals irgendwas ran von irgendeinem anderen Entwickler. Daran glaube ich einfach nicht mehr. Aber es könnte ganz vorne mitspielen, glaube ich. Ich glaube, das wird echt cool. All our realms are at peace. There are outworlders who would prefer us to be at war. Die seltsame 1 hinter dem neuen Mortal Kombat soll verdeutlichen, dass der frische Teil der Serie einiges ganz anders und neu machen will. Es handelt sich gewissermaßen um ein Reset. Keine Sorge, die ultra brutalen Finisher und beliebten Figuren wie Scorpion und Sub-Zero fallen nicht der Schere zum Opfer. Dafür ist das Universum ganz anders und das bedeutet, dass die bekannten Figuren jetzt ganz andere Hintergrundgeschichten und Motivationen haben. Spielerisch bringt das Cameo-System frischen Wind ins Gekloppe. So holt ihr euch die Unterstützung anderer Fighter ab dem 19. September direkt ins Match. Ja, Mortal Kombat, Freunde, habe ich richtig Bock drauf. Ich habe die Beta leider nicht lange zocken können. Ein Video habe ich gemacht, könnt ihr gerne mal reinschauen. Freue ich mich drauf. Gerade auf den Singleplayer-Modus. Online werde ich sowieso nur verkloppt, bis zum geht nicht mehr von irgendwelchen kleinen Leuten, die einfach zu krass sind für mich. Deswegen werde ich wahrscheinlich mich auf den Singleplayer konzentrieren. Und da habe ich Bock drauf. Party Animals sieht vielleicht unscheinbar aus, aber unterschätzt diesen physikbasierten Brawler nicht. Nach 2 Demos und einer Entwicklungszeit von etwa 4 Jahren hat das Spiel eine Masse an Fans auf Steam und Twitch gesammelt, bei der selbst diverse AAA-Releases neidisch werden. Liegt vermutlich daran, dass der niedliche, bunte Partyquatsch einfach Spaß macht. Im Mehrspielermodus kloppt ihr euch nach Battle Royale-Art mit anderen Tierchen, erobert Flaggen, holt euch Highscores und so weiter. Die Party startet offiziell am 20. September. Wie hieß denn das andere Game, was es schon vor Jahren gab? Wo du dich auch so mit 4 Mann kaputt gekloppt hast, mit diesen komischen Männchen, die auch genauso sich bewegt haben. Ist es der gleiche Entwickler, der einfach nur nochmal das gleiche Spiel nochmal rausbringt mit neuen Skins und so weiter? Weil es sieht genauso aus wie damals.
Nur halt, ja, vielleicht aktuelle Optik. Wie hieß denn das Spiel? Irgendwas mit G? War das mal irgendwas mit G? Ich weiß nicht, ich komme da nicht mehr drauf. Aber das sieht genauso aus. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Also dementsprechend könnte das auch Spaß machen. Stellt euch vor, es ist Krieg und die Männer gehen hin. Dazu noch RTS-Gameplay und Zweiter Weltkriegs-Setting und Man of War 2 ist komplett. Die Fortsetzung des Originals von 2008 will an allen Fronten Verbesserungen liefern. Noch mehr historische Genauigkeit, eine aufpolierte KI, zwei Einzelspielerkampagnen, jede Menge taktische Optionen, mehr Spieler und Koop-Modi en masse. Ob das ein Sieg auf ganzer Linie wird, zeigt sich am 20. September. Ja, Name sagt mir was vom ersten Teil, aber auch den zweiten werde ich nicht sagen. Es ist keine Zeit und auch da werden dann eher Strategiespiele, andere Strategiespiele, die ich dann gerne mal endlich nachholen würde. Company of Heroes zum Beispiel. Das habe ich schon seit längerer Zeit auf meiner Platte, sage ich schon, in Steam drin gekauft und so. Den zweiten Teil, der dritte Teil soll, glaube ich, nicht so gut sein wie der zweite. Sowas will ich als erstes spielen. Aber kann ja trotzdem Spaß machen. Wer traurig ist, das Zeitalter der Hexenverbrennungen um ein paar Jahrhunderte verpasst zu haben, der bekommt mit Witchfire zumindest virtuell die Chance, seinen inneren Inquisitor auszuleben. Aber Vorsicht, die Hexen in Witchfire wehren sich und sind ziemlich mächtig. In diesem Ego-Shooter mit Dark-Fantasy-Setting nutzt ihr Schusswaffen und heidnische Magie, um den Hexen die Hölle heiß zu machen. Die Entwickler beschreiben ihr Werk als Roguelike für Leute, die Roguelikes hassen. Was damit gemeint sein soll, wird der 20. September verraten. Was ist das für eine Aussage? Ey, sag mal, dieses Witchfire, das wurde auch schon vor 4-5 Jahren angekündigt. Wo war das Spiel die ganze Zeit? Ja, komm, nur für den PC, ist dann uninteressant für mich. Weil mein PC ist zu alt, Mann. Zum Arbeiten und zum Rendern und so reicht es, aber meine Grafikkarte ist einfach veraltet. Ich habe immer noch eine 1080 drin. Das könntest du vielleicht spielen, aufnehmen, auf jeden Fall schon mal nicht. Das wird dann nichts. Und ja, würde ich gerne auf der Konsole würde ich spielen. Weil, wie gesagt, ich mag sowas. Sieht auch ganz cool aus so. Und ich kann mich noch erinnern an die Ankündigung. Wie gesagt, die ist auf jeden Fall ewige Jahre her. Keine Ahnung. Kommt vielleicht später dann für die Konsole, aber na, mal schauen. Egal, schade. Nur PC. Meiner ist so schwach. Ich muss mir endlich mal einen neuen PC holen, aber das wäre halt, wie gesagt, nur zum Zocken, weil Arbeiten funktioniert immer noch ganz gut. Ich bräuchte eigentlich nur eine neue Grafikkarte, aber die passt da nicht ins Gehäuse rein. Da müsste ich trotzdem ewigen Aufwand machen mit neuen Gehäuse. Ach, egal, scheiß auf. Und ich merke schon, warum ich das nicht gemacht habe, die letzten Monate hier so eine Reaction, weil es ewig dauert, das Video. Wer guckt sich das an? Wer ist jetzt noch cool und am Start vorne? Schreib's rein. Schreibt's mal rein! Legt die Masken und Handschuhe bereit, ab dem 21. September ist wieder Heistzeit. Payday 3 knüpft dort an, wo Payday 2 endete. Spielerisch geht es wieder darum, im Team Banken, Museen und mehr um deren Reichtümer zu erleichtern. Diesmal ist aber nicht Washington DC eure Schatzkammer, sondern New York City. Absprachen und Planung sind das A und O bei den Überfällen. Dementsprechend macht ziemlich sicher auch Payday 3 am meisten Laune, wenn ihr in einem eingespielten Team auf Raubzug geht. Jetzt mal Real Talk. Payday ist cool. Ja, ich habe den zweiten ein bisschen gezockt. Aber warum zur Hölle war dieses Spiel so lange in Entwicklung, wenn es genauso aussieht wie Payday 2, nur mit besserer Optik? Was war da los, Junge? Ja, hätte ich schon Bock drauf, mit Kollegen da mal reinzugucken. Gibt's auch direkt im Game Pass auf der Xbox und PC dementsprechend, glaube ich, dann auch. Obwohl, ich weiß nicht, ob sie denn auch auf dem PC das mit reinnehmen. Das ist ja zwei verschiedene Game Passes. Übrigens, wenn ihr den günstiger braucht, checkt meinen Partner ab. 8-9 Euro Ultimate pro Monat ist schon ein guter Deal, denke ich. Besser auf jeden Fall als 15 zum Beispiel. Ja, Payday halt. Gibt es einen freien Willen und schuldet man seinem Schöpfer Dankbarkeit? Rin, The Last Child, macht gleich die ganz großen Fässer auf und stellt komplexe philosophische Fragen, eingebettet in einen bunten Metroidvania-Plattformer. Hauptfigur Rin ist das letzte Werk des göttlichen Schöpfers und kämpft sich jetzt durch eine magische Welt. Dabei setzt sie diverse Zauber und Kombos ein. Abhängig von euren Entscheidungen warten drei unterschiedliche Enden auf euch. Euer freier Wille entscheidet, ob ihr ab dem 21. September mit Rin loszieht. Ja, es ist genau das Gleiche, was ich vorhin zu dem anderen Spiel gesagt habe. Es sieht so generisch aus. Wenn ich da sehe, wie sie da durch die Gegend sprintet, auch fast gar keine Animation. Schaden gemacht an den Gegnern, sieht aus wie so ein Platzhalter, Lebensbalken und so. Nee. Wie gesagt, da musst du schon ein bisschen was drauf an in dem Genre, um die Leute hinterm Ofen hervorzulocken. Vielleicht ist es ja die Story, keine Ahnung, aber hier, wie gesagt, diese Balken und so. Nee.
pieces in front of me. Die schlechte Nachricht, in Hellsweeper VR seid ihr in der Hölle. Die gute Nachricht ist, dass ihr unsterblich seid und den Auftrag habt, bei den ganzen Dämonen da unten mal ordentlich aufzuräumen. Dieses VR-Spiel setzt auf blitzschnelle Action mit waghalsigen Moves wie Wallruns, Backflips, Ausweichmanövern und mehr. Als Waffen nutzt ihr nicht nur herkömmliche Wummen, ihr dürft Magie einsetzen, um aus euren Feinden Nadelkissen zu machen. Ab dem 21. September steigt ihr in die Hölle hinab, VR-Ausrüstung vorausgesetzt. Ja, ich glaube, das wäre so ein Spiel, wo mir richtig schlecht werden würde. Ja, auch da, ich weiß nicht, Mann. Das ist jetzt kein Game, wo ich mir denke, yo, endlich gibt's mal so ein krasses Game für PSVR 2. Wow, krass. Das, nee, oder? Jetzt mal ernsthaft. Die Frage an die Profis unter euch, die wissen doch bestimmt, ey, das hat man schon tausendmal erlebt. Da muss doch mal ein bisschen was, oder auf höherem Qualitätslevel sein. Das sieht jetzt ja auch nicht aus, als wäre das das, keine Ahnung, jetzt das der neue, keine Ahnung, Maßstab oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin ja auch Anfänger in dem Bereich. Wie es der Titel des Spiels andeutet, ist Bud Spencer in Terence Hill Slabs and Beans 2 nicht nur eine Fortsetzung, sondern auch eine spielgewordene Hommage an die kultigen Streifen mit den beiden Schauspielern. Passend dazu erinnern Optik und Gameplay an gute alte Zeiten. Der Retro-Brawler mit liebevoller Pixelgrafik knüpft direkt an den Vorgänger an und entführt das Duo an neue Orte, konfrontiert sie mit neuen Feinden und so weiter. Wem Teil 1 gefallen hat, markiert sich den 22. September rot im Release-Kalender. Ey Leute, also absolute Nostalgie. Ich habe mir den ersten geholt, jetzt kommt der zweite Teil raus. Bud Spencer und Terence Hill, absolute Ehrenmänner. Filme sind so genial. Allein die Szene gerade mit dem, die hier. Seht ihr das im kleinen Vorschaubild? Ey, das, ich glaub, wenn ich daran denke, weil der macht da wirklich richtige Faxen, so Kung-Fu-Tritte und in die Luft und Schattenboxen und so weiter und er kriegt einfach eine Schelle von Bud Spencer und der liegt einfach auf dem Boden. Ich liebe diese Filme, es ist geil. Geil, richtig geil. Und man merkt halt einfach an den Games, die Leute, die das entwickeln, haben so viel Liebe und Liebe zu dem Spiel und so viele Details und Easter Eggs und bauen sie rein und so. Geil, 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 geil. Ganz schön sandig wird es in My Time at Sandrock. Auch hier haben wir es wieder mal mit einer Art Stardew Valley zu tun, nur eben in vollem 3D. Ihr habt eine Hütte, in der ihr craftet und Sachen anbaut. Sandrock hat aber auch eine recht umfangreiche Storyline. Das Spiel ist nämlich in der Postapokalypse angesiedelt, nachdem ein großes Unheil die Welt ins Chaos gestürzt hat. Die namensgebende Stadt hat sich danach zwar neu gegründet, ist mittlerweile aber auch auf dem absteigenden Ast. Eure Aufgabe ist es also, da mal ein bisschen nachzuhelfen. Nach dem Early Access startet ihr am 26. September in die Vollversion von My Time at Sandrock auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch. Ja, ich hab mal in den Vorgänger My Time at Portia, hieß es Portia? Portia, glaube ich, ja. Mal reingeschaut, weiß ich, zum Start des Early Access habe ich mir ein, zwei Videos, glaube ich, angesehen zu dem Spiel hier. Und da meinten einige, das wäre jetzt nicht so geil wie der Vorgänger. Keine Ahnung, habt ihr es gespielt? Soll, glaube ich, mittlerweile gar nicht so schlecht sein. Aber ein weiteres Farming-Spiel mit Action drin und so. Ja. Das Genre ist gut vertreten. Stellt euch mal eine Insel vor, bevölkert von Dinosauriern. Aber nicht als Horrornummer, so wie Jurassic Park, sondern viel bunter, friedlicher und mit mehr Farming-Simulation. Genau das verbirgt sich nämlich hinter Paleo Pines. Gemeinsam mit eurer Dino-Freundin Lucky errichtet ihr Gehege, zähmt Saurier und bestellt das Land. Praktischerweise könnt ihr auf Werkzeuge wie Hacke und Pflug verzichten, wenn ihr einfach auf einem Triceratops reitet, der euren Acker umgräbt. Wer im Herbst Lust hat auf Farmarbeit mit Paleo-Flair, muss nur den 26. September abwarten. Ja, Freunde, das nächste Farming-Game. Ich sage ja, das ist so krass vertreten, weil ich glaube, das ist unfassbar. Auch das hatte ich schon im Blick, den Trailer habe ich mal gesehen. Fand ich eigentlich ganz süß, so, ja, sieht nicht schlecht aus, so mit Dinos. Dinos sind immer cool, es sollte mehr Dino-Game geben und wenn man mal die Dinos nicht abballert oder bekämpft, zerschlitzt, zerteilt und hast dich gesehen, sondern mit denen zusammenarbeitet, ist doch auch was Schönes, ha? My favorite Merc. Welcome to Dogtown. Wake up, Samurai. Cyberpunk 2077 ist wieder da. Und wie? Nachdem der Release des Spiels leider eine ziemliche Katastrophe war, hat sich CD Projekt hingesetzt und das Spiel auf Vordermann gebracht. Jetzt folgt dann der nächste Schritt. Der kommt in Form der Erweiterung Phantom Liberty am 26. September.
Die bringt euch in ein ganz neues Gebiet von Night City mit einer riesigen neuen Storyline, die sogar das Ende des Hauptspiels beeinflusst. Obendrauf krempelt CD Projekt zahlreiche Elemente des Hauptspiels um, wie das Polizeisystem und die KI. Diese Generalüberholung bekommen übrigens auch alle Besitzer des Hauptspiels kostenlos. Kleines Manko, das Update und die Erweiterung kommen ausschließlich auf PC, Xbox Series und PS5. Die Last Gen wird nicht mehr berücksichtigt. Ja, auch auf den DLC freue ich mich. Ich habe ja vorher die ganze Zeit überlegt, soll ich vorher das nochmal spielen, soll ich es nicht spielen und so. Und ich muss ehrlich sagen, das habe ich auch letztens im Stream gesagt, das ist aus meiner Sicht jetzt nicht die beste Entscheidung. Das Update, das dicke Update, wo das Spiel umgekrempelt wird und verbessert wird und so weiter, mit dem DLC rauszubringen. Ich hätte es cooler gefunden, hätten sie es einen Monat vorher rausgebracht, das Update. Oder zwei Wochen wenigstens. Und dann kannst du schon mit dem neuen Update den Anfang vom Spiel nochmal spielen, bis zu dem Punkt, wo der DLC dann einsetzt. Dass du dich quasi vorbereiten kannst mit der Story, nochmal einen neuen Charakter anfangen und so weiter. Und das halt aber schon mit den Neuerungen und so. Weil, ja, weiß ich nicht. Also, als Privatperson, sag ich mal, wäre das jetzt nicht so schlimm. Da würde ich mir überlegen, wie ich das mache, wenn der DLC rauskommt. Als YouTuber ist dann halt einfach die Zeit nicht da. Dann werde ich wahrscheinlich meine alten Spielstände nehmen und dort dann weitermachen. Aber ich hätte es cooler gefunden, hätten die vorher das Update rausgebracht und dann die DLC. Auf die DLC freue ich mich. Das sieht echt gut aus, was man bisher gesehen hat. Und ich hoffe, die hauen da einfach qualitativ gut rein und hauen eine gute Story auch vor allem raus. Freue ich mich schon drauf. Also, habe ich schon Bock drauf. Ich bin gespannt, was sie da alles an Neuerungen reinbringen, auch vor allem mit dem Update. Job done. Gefühlt seit zig Jahren angekündigt, soll Minekos Night Market jetzt doch endlich mal am 26. September erscheinen. Als Spielplatz dient euch in diesem Abenteuer eine ganze Insel inklusive Stadt, die klar von japanischer Kultur und Mythen inspiriert wurde. Minekos Night Market bietet Minispiele wie Katzenrennen, ein Crafting-System und Puzzle. Auch das Erkunden der Insel während aller vier Jahreszeiten soll einen wichtigen Teil des Spiels ausmachen. Wie faszinierend Minekos Inselleben wirklich ist, muss ich zeigen, aber wer Katzen, Japan und Cozy Games mag, sollte ab dem 26. September einen Besuch auf Minekos Night Market einplanen. Ja, sag mal, irgendwie kommt mir der Style so ein bisschen bekannt vor. Kann es sein, dass sie ein anderes Spiel schon gemacht haben? Mit einem, also irgendein anderes Spiel mit dem gleichen Look? Weil irgendwie kommt mir das auch vor, irgendwie bekannt vor, der Look. Ja, so Cozy Games sind auch was Cooles. Auch mal so ein bisschen zum Entspannen, ohne Druck oder so. Ja. Aber auch bei solchen Spielen werden dann Leute kommen und sagen, Alter, du kannst ja gar nichts, ich hab einen besseren Highscore als du. Wer bei den Sims nur stundenlang Häuser designt hat, anstatt sich mal um die kleinen Gestalten selbst zu kümmern, der wird in Hometopia seine Freude haben. Hier seid ihr nämlich Makler, Bauingenieur und Innenarchitekt in einem. Ihr sucht euch hübsche Landstriche aus, baut darauf euer Traumhaus, richtet es schick ein und verscherbelt es dann an den Höchstbietenden. Im Karrieremodus müsst ihr aber auch eure Kosten im Blick halten, denn auch das tollste Haus nützt euch nichts, wenn die Baukosten den Verkaufspreis überschreiten. Wer auf diesen Druck keine Lust hat, der lässt seiner kreativen Ader einfach im gemütlichen Sandkastenmodus freien Lauf. Am 27. September geht's am PC in den Hausbau. Ja, das Häuserbauen bei Sims war auch immer ganz geil. Ja, weiß nicht, aber ob man sich unbedingt so ein Spiel dann gönnen muss. Hm. Wird bestimmt schon seine Fans finden, wenn es cool gemacht ist am Ende. Mal schauen. Ja, aber nichts für mich aktuell. Ja, das ist ja auch mal was anderes. Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai ist die Versoftung eines umfangreichen Mangas, der in den 90er Jahren in Japan als Spin-off zur beliebten Marke Dragon Quest erschienen ist. In einer Großoffensive wird The Adventure of Dai jetzt neu vermarktet, mit einer neuen Anime-Serie, einem Card-Game und eben dem dazu passenden Spiel. Darin erlebt ihr die Handlung der Vorlage in Form eines Action-Rollenspiels. Für Langzeitmotivation soll ein Modus sorgen, in dem Räume in einem endlosen Dungeon zufällig nacheinander generiert werden. Fans von Dragon Quest müssen noch bis zum 28. September warten, bis sie das Abenteuer von Dai nachspielen können. Ja, interessiert mich grundsätzlich schon mal Dragon Quest. Der Style, die Art vom Spiel interessiert mich, aber ich habe da noch nicht reingesehen. Ich habe da noch nicht in den Anime reingesehen. Ich habe jetzt die ganze Zeit darauf gehofft, dass er sagt, dass man auch als Neueinsteiger ganz gut da drinnen sich zurechtfinden wird im Spiel. Ist halt die Frage, oder?
Nanu, sind wir hier in Quake oder was? Ja, beim Grafikstil von Fortune's Run könnte man glatt denken, man ist zurück im Jahr 1996. Aber nein, hier erwartet euch ein brandneuer Ego-Shooter, nur halt in kantiger Retro-Optik. Ihr schlagt euch durch dystopische Städte, Planeten und Raumstationen, in der euch eine Menge Gegner ans Leder wollen. Die ballert ihr entweder mit einer Menge Knarren über den Haufen oder ihr schnetzelt sie mit eurem Samurai-Schwert in Scheibchen. Wer richtig gute Reflexe hat, kann mit dem Ding sogar Kugeln aufhalten. Fortune's Run nimmt sich dabei aber nicht ganz so ernst und will eher ein trashiges Feeling aufbauen. Am 28. September geht der Wahnsinn auf den PC los. Hey, sieht nicht schlecht aus, ey. Ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass es so Spiele gibt, die extra bewusst so einen Grafikstil nehmen, weißt du? Also nicht so eine Grafik haben, weil sie es nicht besser können, sondern sich bewusst dafür entscheiden, wegen Hommage und einfach Oldschool-Gedanken. Und sieht echt nicht schlecht aus, finde ich. Aber auch wieder nur PC erstmal. Cocoon ist das neue Spiel von Jeppe Carlsen. Sagt euch nix? Seine Werke kennt ihr vermutlich trotzdem, denn er ist niemand anderes als der Schöpfer der absoluten Indie-Lieblinge Limbo und Inside. Auf dem Rücken der Spielfigur in Cocoon lastet wortwörtlich eine ganze Welt, denn sie kann Zugänge zu anderen Universen einfach in Form einer Kugel mit sich herumtragen. Indem ihr Fähigkeiten aus unterschiedlichen Welten nutzt und zwischen ihnen hin und her springt, löst ihr in diesem Puzzle-Adventure allerlei komplexe Rätsel. Und anders als in den beiden bekannten Werken von Carlsen, findet das alles nicht in trübseliger Schwarz-Weiß-Optik aus der Seitenansicht, sondern in prächtigen Farben aus der Draufsicht statt. Eure grauen Zellen bekommen mit Cocoon am 29. September neues Futter. Okay, cool, cool. Ich meine, Limbo, Inside und so, geile Games. Und das sieht echt cool aus, so. Aber ich bin nicht der allergrößte Rätselfreund. Auch wenn ein Spiel nur auf Rätsel aufgebaut ist, ich weiß nicht, ey, das ist, keine Ahnung, aber es sieht cool aus, finde ich. Das Fate-Franchise wurde 2004 in Form einer erotischen Visual Novel in Japan geboren. In der Zwischenzeit hat sich die Marke aber deutlich weiterentwickelt und in zig Medien verzweigt, vom Handy-Gacha-Game zu Anime-Serien und Filmen. Fate Samurai Remnant ist auch ein Teil davon und ein Action-Rollenspiel aus dem Hause Omega Force, das kennt ihr vielleicht als das Dynasty Warriors Studio. Ihr verkörpert Miyamoto Iori, ein Samurai, der wirklich in der Edo-Periode gelebt hat. Allzu historisch korrekt geht es hier aber nicht zu. Wer sich im Kosmos von Masters, Servants und dem Holy Grail nicht auskennt, dürfte vom Fate Samurai Spin-off dezent überfordert werden. Fans des Franchise starten ab dem 29. September ihr Japan-Abenteuer. Ja, boah, keine Ahnung, ey. Also Fate als Anime ist schon geil, aber was ich von dem Spiel halten soll, ich weiß nicht, ey. Ich weiß nicht, vor allem, gibt es schon Fate-Anime mit Samurai-Setting so? Also so diesem Oldschool-Samurai oder kommt das noch? Oder gab es das schon? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe nur die ersten, glaube ich, gesehen, wenn überhaupt. Ich muss überlegen, wie hieß es? Fate Zero und so, glaube ich, ja, aber... Na, keine Ahnung, ey, Anime-Games ist halt immer so eine Sache, wa? Der Fußball-Weltverband FIFA und Electronic Arts gehen seit diesem Jahr getrennte Wege. EA macht aus der Not eine Tugend und kredenzt uns EA Sports FC 24. Allzu sehr umgewöhnen müssen sich Fans der Reihe nicht. Gewohnt gibt es einen umfangreichen Pool aus verschiedenen Mannschaften der ganzen Welt. Auch in EA FC 24 wird dem Frauenfußball mehr Bühne geboten. Ein stark überarbeiteter Manager-Modus, der beinahe schon Football-Manager-Züge annimmt, und ein neues Evolution-System in Ultimate Team sind die Highlights der neuen Fußballsimulation. Anpfiff ist am 29. September. EA Play-Abonnenten dürfen vorab 10 Stunden lang den Platz begehen und Besitzer der Ultimate Edition dürfen sich bereits 7 Tage früher aufwärmen. Ach ja, was soll ich dazu sagen, ey? Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Es ist halt FIFA bzw. jetzt EA Sports. Wenn die Spiele mal so aussehen würden wie hier die Cutscenes, das wäre auch mal ganz geil. Also das Manager-Ding, wenn es wirklich mal endlich so tiefgehender ist, dann würde mich das schon interessieren, wa? Weil es gibt da leider nicht mehr so den FIFA-Manager-Modus von damals. Dafür gibt es ja, wie heißt das Spiel nochmal? Da gibt es auch so einen anderen FIFA-Taktik, wie heißt es? Bundesliga-Manager? Nee, wie heißt das nochmal? Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall gibt es da ein richtig geiles Taktik-Game, Taktik-Manager-Spiel für Fußball.
Das würde mich schon interessieren, wenn der Karrieremodus wirklich mal ein bisschen ausgebaut wird. Und nicht nur, wow, jetzt hast du eine neue Animation, wenn die funneln und so. Ja, das war immer großes Blabla und wird wahrscheinlich hier genauso wieder der Fall sein. Ach, keine Ahnung. Es ist halt die alljährliche EA-Fußballshow. Und das waren die Neuerscheinungen im September, aber es kommen auch noch ein paar Spiele auf andere Plattformen. Neben der PC- und Switch-Fassung des Indie-Action-Adventures Bomb Rush Cyberpunk erscheinen die Versionen für Xbox und PlayStation mit etwa 2 Wochen Verspätung am 1. September. PlayStation-Besitzer außerhalb Japans mussten sich beinahe ein ganzes Jahr gedulden, um in den Genuss des JRPGs Monochrome Mobius zu kommen, während Japan-affine PC-Besitzer schon seit letztem November Monochrome Mobius zocken. Baldur's Gate 3 hat die Welt auf dem PC im Sturm erobert. Ab dem 6. September dürfen endlich auch die PS5-Spieler mitmischen. Und auch für Rollenspielfans mit einer Xbox gibt's gute Nachrichten. Im Rahmen der Gamescom wurde verkündet, dass das RPG noch in diesem Jahr auch auf die Microsoft-Konsole kommen wird. Ja, das haben auch sehr viele gefragt. Ey, zockst du kein Baldur's Gate 3 und so? Nee, auf dem PC nicht. Vielleicht hole ich es mir für die Konsole, aber YouTube-mäßig werde ich es jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen, weil es ist jetzt ein Monat durch. Einen Monat später als die PC-Version, jeder hat es schon gezeigt, jeder hat es schon gezockt und so. Und wie gesagt, zeitmäßig wird das leider, glaube ich, nichts, obwohl ich da schon Bock drauf hätte. Ey, das soll so geil sein, das soll, Leute feiern es ab, bis zum geht nicht mehr. Aber mal eine Frage, ich habe da extra geguckt, gibt es bei Baldur's Gate für PS5 keine physische Version oder was? Gibt es das auch nur digital? Ich habe da noch keine physische Version gesehen, keine Hülle. Gibt's das nicht? Das wäre richtiger Fail, Alter. Aber ich hätte schon Bock drauf. Ach man, scheiße, Mann. Ich hab da voll Bock drauf eigentlich. Aber das geht doch so lange, ey. 60, 70, 80 Stunden oder so. Oh Mann. Ab in die Dungeons von Gloomhaven geht es ab dem 18. September endlich auch für alle, die keinen PC besitzen, aber gerne durch Verliese kriechen, Schätze heben und Taktik-Rollenspiele konsumieren. Gloomhaven ist übrigens, basiert übrigens auf einem Brettspiel. Nur mal so am Rande erwähnt. Am 28. September gibt es dann volles Pfund aufs Maul. Gothic 1 verlässt zum allerersten Mal seit 22 Jahren den PC und wandert auf die Konsole. Die Switch-Version bekommt ein besseres Inventarsystem, ein neues Beleuchtungssystem und noch zahlreiche Bugfixes spendiert. Warum kommt sowas nicht mal wenigstens für Xbox One und PS4 noch, ey? Warum nur auf der Switch? Das ist ja... Es wäre vielleicht mal eine Gelegenheit gewesen, mal das Spiel ein bisschen nachzuholen, wenigstens mal reinzuzocken. Weil ich habe es damals nicht auf dem PC gespielt und ich werde es nicht mehr auf dem PC spielen, die alte Version. Ins Remake hätte ich schon Bock, mal reinzuschauen. Mal schauen, aber ich glaube, das kommt nicht mehr dieses Jahr, oder? Und das waren die Spiele-Releases im September 2023. War was für euch dabei? Okay, gutes Video, danke dafür. Wie gesagt, verlinkt ist es. Ihr merkt schon, ich laber so lange, ey, doppelt so lang wie das Video. Deswegen habe ich die ganzen letzten Monate überlegt. Ab und zu habe ich sogar schon mal angefangen und habe gemerkt, ach du Scheiße, es geht so lang, das guckt sich doch keiner an. Deswegen, lasst mir Feedback da. Soll ich das monatlich machen? Sollen wir da monatlich drauf reagieren und uns die Videos reinziehen oder nicht? Wie gesagt, eure Highlights gerne in die Kommentare. Welche Spiele werdet ihr selber zocken? Welche würdet ihr gerne auf YouTube sehen? Vielleicht auch bei mir. Lasst mich das gerne alles wissen. Liken, kommentieren. Ihr kennt das Ganze. Jetzt ist Schluss, Freunde. Wer jetzt noch zugehört hat, bis zum Ende sich das komplett reingezogen hat. Krass seid ihr. Ihr seid krass. Wir hören uns. Haut rein.